Sie haben sich ja auch total gefreut, dass jetzt wieder losgeht. Das merkt man auch, dass er so ein bisschen Kribbeln auch da ist. Und das haben Sie jetzt auch in der ersten Einheit dann auf den Platz gebracht. Ja, locker los, weiß ich nicht. Da halte ich nicht so wirklich wahnsinnig viel davon. Ich finde, dass man von Anfang an mit konzentrierter Einstellung an sowas rangehen muss. Ja, und dass man da konzentriert arbeiten muss, will sich auch jeder von Anfang an zeigen, sich entsprechend positionieren. Ist ganz normal, ja, dass man dann auch entsprechend zu Werke geht. Und es ist schon so, dass der sportliche Leiter, der Ruben Schröder, da natürlich die Neuzugänge auch vorstellt. Braucht man nicht alle, das ergibt sich dann in Gesprächen in der Kabine, die hocken nebeneinander und dann beim Essen und so weiter, das ergibt sich das dann auch alles, aber so, dass man zumindest weiß, mit wem es zu tun hat und wo der herkommt, das haben wir schon von offizieller Seite auch gewährleistet. Wenn man einen neuen Geist auch irgendwo erzeugen will und wieder haben will, ja, dann ist es halt auch wichtig, dass dieser neue Geist entsprechend gelebt wird. Und dafür ist es auch wichtig, dass man die entsprechenden Leute findet. Das haben wir zumindest versucht, das ganz seriös auch auszuwählen. Ja, und die dann da auch entsprechend natürlich wieder voller Spaß dann auch mit angreifen und unvorbelastet sind. Ich glaube kaum, dass jetzt in Deutschland irgendein Kader schon so fertig ist, dass man sagt, nee, bei uns ist alles durch. Also man wird immer wachsam sein. Ja, und bei uns ist ja auch bekannt, dass wenn wir noch einen Stürmer bekommen werden, dann werden wir da eventuell tätig werden. Muss man halt sehen, wie sich das Ganze auch ergibt. Uns ist wichtig, dass wir entsprechend Leistungen bringen, weil das ist das, was wir beeinflussen können, das ist das, was wir uns erarbeiten können. Ja? Und wenn wir gute Leistungen bringen, ja, dann werden wir auch eine gute Rolle spielen. Und da bin ich schon auch überzeugt davon. Ja, aber ohne, dass jetzt schon alle da sind, festzulegen, ja, jetzt wollen wir das oder das erreichen, ohne, dass man die Konkurrenz genau vor Augen hat und sagt, okay, mit wem misst man sich überhaupt, irgendwas vorzugeben, würde ich für verfehlt halten. Man muss das aufarbeiten, da muss man ganz seriös vorgehen, muss sehen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Das haben wir gemacht, ja, aber dann muss man die richtigen Schlüsse daraus ziehen für die Zukunft. Ja, und das haben wir gemacht. Ja, und jetzt ist es an uns, dann auch über die entsprechenden Leistungen und unser Auftreten dann auch wieder so ein bisschen Aufbruchsstimmung zu erzeugen.